Die Adventszeit im Coburger Land und im Thüringer Wald ist traumhaft und einzigartig. Der Weihnachtsschmuck, der hier geboten wird, ist in großen Teilen handgemacht und oft auch noch super günstig. Hergestellt werden die Christbaumkugeln zum Beispiel in der Farbglashütte Lauscher. Und das ist eine echt spannende Geschichte. Oh! Das ist Spannung im Glas. Spannungsgeladen ist in Lauscher nicht nur die sogenannte Teufelsträne. Der Beruf des Glasmachers ist absolut vielseitig und total kreativ. Allerdings auch kein ganz so einfacher. Honig ist bei ca. 20 Grad Zimmertemperatur, hat dieselbe Viskosität wie Glas. Und versuchen es einfach mal mit einem Löffel Honig aufzuwickeln. Und haargenau so ist es mit dem Glas. Aus dem zähflüssigen Rohmaterial Glas entsteht in Lauscher in vielen einzelnen Schritten das Endprodukt. Immer wieder muss erhitzt, geformt, gekühlt, wieder erhitzt und geblasen werden. Ein fundiertes Wissen gehört zum Beruf des Glasmachers, aber auch eine gute Portion Erfahrung und richtig viel Gefühl. Woher wissen Sie genau, wann Sie es rausnehmen? Pi mal Daumen? Ja, genau, exakt. Das erfordert natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil es bewegt sich natürlich alles. Auch beim Weihnachtskugelblasen ist das Gefühl das Entscheidende. Ganz instinktiv tun die Glasbläser genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Schätze das so ab, wie viel ich ungefähr nehme. So, das dürfte reichen. Jetzt wird es langsam erwärmt, vorsichtig, damit das nicht springt. Auch das ist wieder Gefühlssache. Das ist auch wieder Gefühl. Sie haben ganz schön viel Gefühl, muss ich mal sagen. Muss man haben mit dem Beruf, ja. Dabei sein darf man normalerweise nicht bei der Glasbläserei. Der Fertigungsprozess sollte nämlich möglichst nicht gestört werden. Was passiert, wenn ich Sie jetzt unterbreche? Ich muss ständig blasen, bis die fertig ist. Ne? Sonst würde sie kaputt gehen wahrscheinlich oder krumm werden. Ne? Aber es sieht ja sowieso jeder anders aus, ein bisschen, oder? Jeder für sich ist ein Unikat, weil das Granulat fällt nicht immer gleich an der Wandung oder schmelzt an. Ne? Jeder Kugel für sich ist ein Unikat. Aber wie schaffen Sie es trotzdem, dass es so richtig schön gleichmäßig rund ist? Sie ist nicht perfekt rund geworden, weil Sie mich abgelenkt haben. Ja, aber sonst ist das ist Gefühlssache. Ne? Wenn man das gelernt hat und ein paar Jahre schon macht, kann man das. Bekannt ist die Glaskunstregion Coburger Land Thüringer Wald aber nicht nur für ihre Weihnachtsartikel, sondern auch für das Thüringer Waldglas. Früher ein ungewolltes Produktionsergebnis, heute absoluter Trend. Eigentlich wollte man früher Kristallglas schmelzen, aber durch den hohen Eisengehalt im Sand und die niedrigen Schmelztemperaturen, weil ja mit Holz befeuert wurde, und so war das Glas noch leicht feinbläsig und grünstichig. Und das wird heute künstlich nachempfunden, um den Leuten zu zeigen, wie das Glas früher war. Künstlich nachempfunden heißt genau was? Es kommt wieder Eisen dazu? Das heißt, es wird wieder künstlich nachgefärbt, weil heute hat man ja die Möglichkeit, den Sand richtig zu reinigen. Und heute haben wir ja auch die Schmelztemperatur, um das Glas blasenfrei zu schmelzen. Und auch die Bläschen werden wieder künstlich in das Glas hineingemacht, um das Glas so echt wie möglich an früher zu erinnern. Hoch innovatives aus Glas, das gibt's schließlich natürlich auch in der Tourismusregion Coburg-Rennsteig. Und zwar im Europäischen Museum für modernes Glas in Rödental.